Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Spielvorstellung hier von der Spielwarenmesse 2020 in Nürnberg. Ich bin immer noch bei Abacus Spiel und habe eine weitere Neuheit hier hinter mir liegen. Das ist Kai Piranha, beziehungsweise so eine Neuheit ist es gar nicht, denn wenn ich richtig informiert bin, ist es eine Neuauflage von einem Spiel, eben was auch schon Kai Piranha hieß und vor ein paar Jahren schon mal rauskam. Ich weiß nicht mehr genau wann, 2008 oder so. Auf jeden Fall ist es ein Push-Your-Luck-Spiel. Was aber mit so ein paar kleinen Kniffen daherkommt, und zwar ist es so, wir haben quasi dieses ganze Feld von Karten hier in der Tischmitte auf. Was heißt aufgebaut? Wir legen einfach da die ganzen Karten und wenn wir dran sind, ziehen wir einfach eine Karte. So, und jetzt habe ich gerade so einen Fisch aufgedeckt, der frisst gerne andere, deswegen nehme ich direkt mal den nächsten. Beispielhaft jetzt, also ich habe jetzt eben einen Fisch vor mir liegen und kann jetzt entscheiden, möchte ich jetzt aufhören, um quasi diesen Stapel, diesen Schwarm vor mir liegen zu lassen und im nächsten Mal weiterzumachen, oder ich ziehe jetzt einfach die nächste Karte. Mache ich jetzt mal. So, und da ist es jetzt so, die Raubfische, die halt immer so das Maul offen haben, die fressen halt alle anderen Fische, die davor sind. Das heißt, jetzt kommt der Push-Your-Luck-Mechanismus zum Tragen, ich habe mich überreizt und der frisst jetzt alles hier. Und alles wird ja auf so einem Stapel gesammelt. Wie ich da dran komme, erkläre ich dann gleich noch. Ich zeichne jetzt nochmal kurz ein anderes Beispiel, weil genau, ich konstruiere das mal ein bisschen. Das ist auch so ein kleiner, ja genau hier. Mal angenommen, ich hätte jetzt zuerst den gezogen, ziehe weiter. Ein weiterer roter Fisch, der schließt sich dem Schwarm halt an, weil direkt davor liegt ein roter Fisch. Das ist okay, das passt. So, dann decke ich mal weiter auf hier. Das ist zwar jetzt kein roter Fisch, aber der Fisch ist genauso groß wie der davor. Deswegen schließt er sich auch dem Schwarm an und das passt und ich kann quasi immer noch weitermachen. Und das letzte Beispiel, das kriege ich glaube ich, hier. Und zwar, wenn ich jetzt den blauen Raubfisch gezogen hätte, dann kann ich den auch dorthin legen, weil der frisst seine Artgenossen nicht. Und deswegen passt das, dass ich den auch dorthin legen kann. Wenn ich mal wirklich einen Fisch nicht anlegen kann, wie den jetzt hier zum Beispiel, weil er ist klein und gelb, passt nicht zu dem davor, dann geht dieser Fisch an den nächsten Spieler weiter. Wenn er bei ihm nicht passt, geht er wieder am nächsten weiter und so fort. Und ich habe ja eben diese Raubfischkartenstapel hier angesprochen. Da kann ich nämlich auch wieder rankommen. Und zwar, wenn ich drei gleiche farbige Fische in meinem Schwarm vor mir liegen habe. Also quasi eben drei gelbe, dann bekomme ich den kompletten Stapel. Und das will ich natürlich haben, weil da sind die Punkte drin. Als kleine Ergänzung gibt es ja noch den Hai. Der frisst einfach alles, was vor ihm ist. Und den Stapel kann ich aber auch bekommen, wenn ich vier gleichfarbige Fische eben bei mir liegen habe. Und ich kann mich aber auch dazu entscheiden, nee, das wird mir alles zu heiß. Ich möchte jetzt einfach sagen, hier, nee, gut, ich lege meine Karten alle beiseite und punkte die dann, um die quasi zu sichern. Das Ganze wird so lange gespielt, bis dann wirklich nur noch diese Fischgrätenkarten übrig sind. Die läuten quasi dann so ein bisschen das Spielende ein und dann ist das Spiel auch schon vorbei. Ja, recht cooles, einfaches Push-Your-Luck-Spiel, hat mir wirklich in der Probepartie sehr gut gefallen. Ab 6 Jahren ist es empfohlen und kommt dann jetzt so, ich glaube, im April rum ungefähr raus. Das war's.